Ryan Industries ist ein bisschen mehr Blut voll. Ah, teuer. Gittergranaten, gut. Ja, ich bin voll. Dann hacken wir wohl den Verkaufsautomaten nochmal. Machen wir automatische Säcken, damit das nicht so lange dauert, wie immer bei mir. So, da können wir endlich wieder MG-Munition kaufen. Jetzt nicht mehr, okay. Gut, wenn das passt. In Bank. Nee, das passt. Upgrades wollen wir nicht tauschen. Was haben wir dort noch? Nix. Und ein Schild. Schau ich das auch rüber. Egal. Das sieht super aus. Ich glaube, jetzt bin ich im Arsch. Kann ich Ryan fotografieren? Wo kann der sich da heilen überhaupt? Ah, da. Nein, doch nicht. Ist nur für den Alarm abzuschalten. Wo hat der sich geheilt? Ah, da. Okay. Perfekt. Dann kann ich mich da dann auch heilen. Da haben wir noch ein Tagebuch. Sollte ich nicht. Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryans Splicer-Freunden geerntet. Das hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten. Was soll das? Ist das so eine Bombe oder was soll das sein? Immer suchend. Warum kommt das einfach runter? Egal. Denken wir, dass sie immer schon wieder so eine blöde Falle dargestellt haben, weil das so blöd gelacht hat. Aber das war anscheinend niemand von denen da. Ironisches Skill, bin ich auch schon voll oder. Keine Ahnung, kannst nicht aufsammeln. Eine Kamera, haben wir da noch ein bisschen Schrott? Jupp. Invent, schauen wir da, was wir da noch machen können, würde ich sagen. Also wenn es zu schwer zu hacken ist, ist es. Ja, dann stelle ich mal nichts her. Dreimal kann ich noch schießen. Dann Waffe wechseln. Wieder vergessen und da die ganze Zeit mit der Schrotflinte schießen wollen. Der da. So. Das sieht dann mal hier sehr anladen aus. Sieht jetzt das Wasser, der hat noch Chick, der hat noch ein paar Dollar, der hat ein paar Dollar und ein Tagebuch. Schauen wir mal an. Ich habe noch nie. Ich musste diesen dreckigen Affen 3 Wochen lang hart rannehmen, bis er endlich ausgespuckt hat, wie man an Andrew Ryan rankommt. Man muss ein phasenverschobenes Overload im Harmonicore Nummer 3 erzeugen. So einfach ist das. Jetzt muss ich nur rausfinden, was zum Geier ein phasenverschobenes Overload ist. Und, wo wir schon beim Thema sind, was ein Harmonicore Nummer 3 ist. Ein Kinderspiel für einen Elektroingenieur. Dumm nur, dass ich Designerin für Damenschuhe bin. Ich gehe mal zu den paar Mechanikern, die bei der Wärmeverlustüberwachung noch übrig sind. Mal sehen, was ich aus denen rausbekomme. Das ist ein toller Raum, finde ich. Versuchen, die Früchte anderer Leute Arbeit zu genießen. Ich würde dir ja gern die Gesetze der Technik erklären, die das, was du zu tun versuchst, im Keim erstickt. Aber das wäre, als ob ich dem Vieh im Stall Mozarts Musik erklären wollte. Das finde ich auch nicht nett. Aber ein Safe ist da. Darf ich das Tagebuch anhören? Okay. Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Parasiten? Ein Mensch baut auf. Ein Parasit fragt, wo ist mein Anteil? Ein Mensch erschafft. Ein Parasit sagt, was werden die Nachbarn denken? Ein Mensch erfindet. Ein Parasit sagt, Vorsicht, du könntest es dir mit Gott verscherzen. Tja, ich bin ein Parasit. Glaube ich. So.
100 Napalm, nice. Was? Nix? Okay. Frozen Field 2, wir sind in Gelder stehen, muss ich noch heute Frozen Field 2. Viel weniger Schaden durch Kälte, ja. Ich füge viel mehr Schaden zu, wenn ich Feuer verwende. Ich kann Gegner gefrieren lassen, wenn ich sie mit dem Schraubenschlüssel treffe. Nö, hau mal weg. Das finde ich aber nur bedingt nett. Was, du siehst mich? Bist du nicht mehr da? Damit habe ich so viele Gegner verdient hier. Ich lade mal nach, ne? Okay, dann werden wir elektrisiert. Ach gut, okay. Dann schau ich mal, ist da überall Wasser, wo ich hier im, wo ich da gerade bin, ja. Ja, das funktioniert ja super. Hab ich auf jeden Fall super viel Schaden gemacht. Schon tot. Steht aber gerade so schön im Wasser. Ah, dann wird der Schaden genommen. Super. Roger erwacht wieder zum Leben. Da kannst du nicht hören, wie wieder Luft in ihre Lungen strömt, wie die Läden wieder öffnen, wie es in den Schulen summt, von den Gedanken junger Köpfe. Meine Stadt wird leben. Meine Stadt wird gedeihen. Was ist mit dem Ding? Wenn der Tag gekommen ist, werden wir aus deinem Grabstein Pflastersteine machen. Fertig. Hallo? Okay, ich glaube, das funktioniert nicht. Was sagt der Pfeil, dass wir dorthin müssen? Und was sagt hier das Ding? So wie den Hitzeverlustmonitor, den zoomen auf jeden Fall. Wollte den Kern überlassen, scheint aber gefasst worden zu sein. Folge ihrer Spur zum Hitzeverlustmonitor und ziehe dich nach noch mehr Informationen um. Okay, das machen wir am besten. Gut, da ist. Was soll das sein? Egal. Nichts Wichtiges. Oh. Schrei dann nach. Nimm dir auch keinen Schaden, der Typ. Du glaubst? Okay. Down. Das ist ein Geräusch. So, ja gut, das lief so super. Warum liegst du da rum? Man muss so messen, oder? Das sieht doch gut aus. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Ich glaube, wir sind am richtigen Weg. Sind wir? Das sieht gut aus. Das mache ich kaputt. Bin ich. Oh. Okay, das ist sogar ein Little Sister. Wie viele haben wir da überhaupt? Wieder drei? Okay. Mich? Da bist du ja. Schrot, Zigaretten brauchen wir nicht. Den durchsuchen wir. Den machen wir mal so. Ja, wahrscheinlich mit. Für den Dings besser gewesen, für den Big Daddy.
Ja, Maschinengewehr, perfekt. Also den Tisch haben wir sehr gut. Auch gut, da ist noch eine Leiche, den der Typ, der die umgebracht hat. Die Leiche hat er nicht umgebracht, sondern den Typen, der die Leiche vorher war. Aber ist auch egal. Jetzt irgendwas mitnehmen, Kaffee, ja, okay. Und beim G-Patronen. Da liegt der andere Typ. Von hier ist schon wieder voll. So, ein bisschen panzerbrechende Munition haben wir ja. Bringt sich aber fast gar nichts, ich sehe. Na ja, gut. Nein, ich wollte eigentlich so machen und dann hier die Pistole nehmen. Machen noch mehr Schaden. Panzerbrechend, hallo. Gut, habe ich aber auch nicht mehr so viel. Dann halt natürlich. Was ist denn dann sonst? War nicht mehr viel. Ist ja noch gar nicht tot. So. Ich habe wieder keine Gesundheit. Peter Bouncer, ich sollte echt mal fotografieren. Oh, dein Baum liegt mir wieder aus. Und noch schlimmere Dinge selbst vollbracht. Danke. Du hast mich daran erinnert, dass noch nicht alles Licht auf der Welt erloschen ist. Ich schicke dir eine kleine. Sie wird dir behilflich sein. Gut, ich hoffe, das sehe ich dann sofort, wo ich da hin muss. Mein Geschenk abholen. Da. Weil ich immer so super nett bin. Okay, die verpisst dich da einfach noch. Den haben wir schon durchsucht. Es gibt keine Mr. B mehr. Da kommen wir noch nicht rein. Werden wir wahrscheinlich müssen. Da ist dieser Kontroll-Dingsbums wieder. Da haben wir unser Salz, ein bisschen Muni. Schaut schon wieder. Hier. Ja. Nein, das müssen wir leider. Leider abdrehen. Geht aber nicht. Aber. Manipulation, dass ich bin. Ich habe ganz vergessen, dass ich einst an diesen Ort geglaubt habe. Ich habe an Ryan geglaubt. Doch als es eng wurde, glaubte Ryan nicht mehr an Rapture und an den großen Zusammenhang, die große Verkettung. Er glaubte nur an die Macht. Und jetzt ist dieser Ort im Arsch. Und mein Mädchen ist weg. Schlimmer als weg. Sie ist jetzt eins von diesen Dingern. Bin ich also eine Attentäterin? Tja, das kann man nur auf eine Art rausfinden. So, das ist die lange betäubt. Geringer Energieverbrauch, es war zwar verheerend beginnen, was extra heiß. Zwei Alarmplatten weniger. Alarmplatten und zwei Belastungsplatten weniger beim Hacken. Das ist natürlich supi. Tempohacker macht relative Fließgeschwindigkeit, das ist aber jetzt glaube ich nicht so viel. Den Schwierigkeitsgrad. Hacken von Saves. Ja, okay. Okay, einfach jetzt mal da rein. Wenn da weniger Dinger sind, weniger Platten, dann passt das eh. Da von Kameraalarm ist auch nicht schlecht. Puh. So, Slots. Ich brauche Slots auf jeden Fall. Aber welche Kampftechnik? Das weiß ich gerade nicht, weil ich brauche keine Technik, Tonika, Maschinen zu hacken. Dann könnte ich gleich ein anderes Hackdings auch noch nehmen. Und zwar, so, zwei Belastungsplatten weniger, eine Lampplatte und eine Belastungsplatte noch weniger beim Hacken. Das wäre natürlich auch supi. Belastungsplatten, Alarmplatten. Alarmplatten will ich aber sowieso überhaupt nicht haben. Ich halte das einfach nochmal dazu. Plus mit Slot ist jetzt nicht unbedingt nötig, glaube ich. Vier haben wir da erst. Naja, aber egal. Ich
völlig insektenschwarm. Damit habe ich nicht so. Ne, ist nicht so mein Ding. So, Electrobolt 3, das habe ich mal gekauft. Nein, das geht gar nicht mehr, nicht mehr kaufen, deshalb. Verringert massiv die Preise an Verkaufsautomaten. Ach so, ja, dann nehmen wir das. Ah, Firmenverschwörungen lassen die wichtigen Leute bessere Preise an allen unseren Verkaufsautomaten erzielen. Ist das fair? Sie wissen, dass es das nicht ist. Sollen sich ein wenig Experts werden. Ja, sehen Sie den Unterschied? Bla bla bla. Das Ding ist auch da drinnen. Okay, dann. Schütze, Bots und Kameras. Durch hier nicht so oft hacken eigentlich wie Saves. Genau, also nehme ich das da rein. 60 gebe ich mir erst einmal auf. Für anderes Zeugs, was wichtig ist. So. Das beginnt zu abfackeln. Electrobolt 1, sage ich da erst. Das ist eigentlich. Vielleicht sollte ich ihn wirklich mal verbessern. So, verringerte Preise massiv. Schauen wir mal. Also das ist noch ein Linie-Typ. Sehr angefressen auf mich. Ja, den haben wir schon. Haben wir den schon fertig? Wer war es denn, den wir fertig haben? Linie? Nein, den haben wir noch nicht. Nein, sind wir noch nicht fertig. Den ist auf Stufe 2 abgegradet. Ein Auto-Hack haben wir einfach mal gesammelt, okay. Viel destilliertes Wasser, das sammeln wir jetzt noch. Der Typ ist weg, da kann man runter. Gut, dann gehen wir, packen wir das mal wieder weg. Vielleicht funktioniert er irgendwann. Nein, okay. Dann gehen wir mal runter. Feld zeigt an, dass wir nicht runtergehen sollen. Wie wieder? Ach so. Den haben wir schon voll. Ich hätte immer viel zu schnell nach. Sollte ich vielleicht mal lassen, ja. So, ja, Portemonnaie ist voll. Dann kaufen wir endlich mal was. Den hack ich den auch noch. Warte, wie viel kostet denn das jetzt? Jetzt sogar nur noch 15. Normal kostet er am Anfang 20. Nach dem Hacken dann 15. Dann jetzt kostet er gleich 15. So, jetzt haben wir ja da die Hilfen von dem Ding. Ja, das sind so, aber trotzdem die ganze Zeit diese ganzen Platten da, alle da in einem Dings. Warte mal, vielleicht sollte ich mal ein Medikit nehmen vorher. So, nein, das mache ich jetzt. Das ist, klappt. Da, jetzt geht's auf einmal, weil jetzt ist der Platz frei. Muss ich's doch. Okay, es fließt wirklich etwas schneller. Ich bekomme so ein Ding nicht. Oh mein Gott. Bin ich so scheiße, das läuft. Ja, ja, mach das. Mach das, Marc. Mach das. Mach das. Ich. Nein, Autohacken. Scheiß auf den Scheiß. Der hat diese scheiße Belastungsplatten weniger. Toll, gut, dass ich mir das gekauft habe. Wow, wirklich. Ich bin so froh über den Scheiß, wirklich. Da Kuchen mit Cremefüllung, kaufe ich mal. Da super toll. MG-Patronen, kaufe ich mal. Panzerbrechen, kaufe ich mir jetzt einmal. So, damit ich mal wieder ein bisschen Kohle aufsammeln kann. Eine Stadt auf dem Meeresgrund errichten, welche Panzerbrechen. Aber wo sonst konnten wir uns aus den Klauen der Parasiten befreien? Wo sonst hätten wir eine Kunst entstehen lassen können, die nicht zensiert wird? Eine Wirtschaft aufbauen, die nicht kontrolliert und eine Gesellschaft erschaffen, die nicht zerstört werden kann? Es war nicht unmöglich, Rapture auf dem Meeresgrund zu bauen. Es war unmöglich, es irgendwo anders zu bauen. Ja, da steht im Ladebildschirm. Das kenne ich. So, gehen wir da rein, haben wir Verbandskästen. Wir brauchen aber einen. So. Passt das Ganze wieder. So. Ausgegeben haben wir jetzt irgendwo beim Big Daddy. Ich hoffe, der ist da noch irgendwo. Was war das? Okay, das war das Ding. Haben wir den Big Daddy liegen lassen überhaupt? Das ist echt überall jetzt. Das ist unglaublich.
Big Daddy liegt da noch irgendwo. Da oben ist er da. Ah, okay. So, $74, perfekt. Die brauchen wir unbedingt noch. Gut, und dann können wir auch schon weitergehen. Wo sagt Pearl jetzt an, dass wir hin müssen? Na, rechts, nicht da rein. Okay. Das sieht aber ziemlich cool aus. Aber vom Crash-Station, da gehe ich einfach die ganze Zeit vorbei, okay. Na toll, jetzt kann man die Armbrust auch verbessern. Mein Gott. Wahrscheinlichkeit, das Bolzen beim Einschlag zu brechen. Ah. Das ist auch ein Schaden, aha. Schadensimulität brauche ich nicht unbedingt. Schadensteigerung für den Schrotflinte ist natürlich nicht schlecht. So Magazingröße ist natürlich auch nicht schlecht. Vervierfacht die Kapazität des Magazins. Das ist natürlich sehr gut. Das mache ich. So, jetzt hört ihr wahrscheinlich hier die ganze Zeit Hintergrundgeräusche, aber wenn ich da stumm schalte. Falls du da stumm, okay. Ich werde gerade angerufen. Außerdem haben wir eh schon die Zeit vergeudet, genau. Wir haben die ganze Zeit vergeudet hier mit dem blöden Spiel da. Nein, Spaß. So, ich überschreibe das halt hier mal. Und ja, dann machen wir Schluss für heute. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesen drei Parts. Ist ja blöd, man kann nicht Tschüss sagen bei den anderen Parts. Und Daumen hoch bitte, wenn dem so ist, damit ich da Bescheid weiß. Und dann sage ich erstmal Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Pimak. Ciao. Wahrscheinlich geht das jetzt wieder nicht.